So, hallo an alle zur nächsten Folge von Minecraft Skytech mit dem Skate. Hallo an Und alle. Diesmal hört er sich nicht an wie Blitzcrank persönlich. Tut mir so leid. Das war unbeabsichtigt. Du hast mich gar nicht gewarnt. Ich habe gedacht, das wäre normal so bei dir. Ja, Skate, der YouTuber mit der schlechtesten Mikrofonqualität auf ganz YouTube. Richtig, so, und jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe irgendwie so niedrige FPS, keine Ahnung warum. Ja, bei mir ist es auch irgendwie. Also ich habe normalerweise mehr hier drauf. Ich weiß auch nicht. Warte mal ganz kurz. Und da bin ich wieder. Ja, anscheinend, ich habe alles richtig hingestellt. Naja. Jedenfalls. Ich würde sagen, heute kümmern wir uns mit dieser Magiehilfe um deine Pflanzen. Ich hätte eigentlich was anderes vorgeschlagen. Bist du bereit für ein Abenteuer? Ein Abenteuer? Ein richtig gutes Abenteuer. Ich habe nur Fernkampfwaffen dabei, einverstanden. Wir killen einen Wither. Okay, ich habe ein bisschen Angst, aber lass das machen. Das finde ich irgendwie geil. Ich habe eben gerade schon mal in der einen Folge, Folge davor, mit Sepp und Klim Klängern aufgenommen und wir haben schon mal zwei gekillt. Das heißt, okay. Wir haben schon zwei Portal Guns. Ey. Geil, oder? Also ich bin gerade so ein bisschen geschockt, weil ich gedacht habe, Wither töten ist so aus meiner persönlichen Erfahrung, macht man nicht, hat man Angst vor, hat man Respekt vor. Ich sag mal so, wenn ich dabei bin, hat der Wither Angst vor mir. Okay, dann will ich das zu gern mit eigenen Augen betrachten. Also das Problem ist jetzt folgendes, wir halten halt jetzt nicht oder gerade noch nicht so arg viel aus. Hast du ein, nee, du hast kein Ding. Ich habe eine mächtige Fernkampfwaffe. Doch, ich hab Nano selber und alles drum und dran. Ich hätte sogar, wenn wir noch ein, zwei Folgen warten würden, hätte ich sogar Flugtränke. Dann würden wir nichts verlieren, wenn wir im Nether sterben, aber naja. Im Nether? Okay. Achso, man macht das nicht mehr im Nether. Sorry, ich bin noch auf dem Stand von Minecraft 1.4. Hä? Warum im Nether? Wither kann man doch schon immer woanders beschwören, außer im Nether. Okay, stimmt. Weiß ich eigentlich, aber habe ich nicht dran gedacht. Hä? Warum denn im Nether? Kannst du ja, ist okay. Wir haben das vorhin gemacht. Wir hatten hier hinten so einen Battle Tower gehabt oder was auch immer. Mal kurz einmal mitkommen. Warte, ich hol mal schnell meine also alles, stärkeres Bier hier raus. Wichtig ist, tust du am besten raus, weil wenn du stirbst, ist halt verlierst. Ja, aber ich brauch zumindest hier, na okay, Nano selber. Ich werde nicht im Nahkampf kämpfen, weil ich eine sehr mächtige Fernkampfwaffe habe. Das ist gut. Das Problem ist halt nur, dass ich dann auch nicht im Nahkampf was machen kann. Wie wär's, wenn ich einfach das Ding beschwöre? Wir schließen das einigermaßen ein, unten in dem Tower, was wir auch schon vorhin einmal geschafft haben. Und du feuerst einfach die ganze Zeit das Vieh weg. Das können wir machen, sobald ich meinen Jetpack gefunden habe. Ich habe das Gefühl, da hat mir jemand geklaut. Das Problem ist, glaube ich, nur, der Wither wird nach Hälfte der Leben immun gegen Fernkampfangriffe. Jetzt weiß ich nicht, ob das auf meine zutrifft, weil das ja Magie-Fernkampfangriffe sind. Okay, das kann dann sein. Probier mal aus. Irgendjemand hat mir mein Jetpack geklaut aus meiner Truhe hier unten. Was? Das kann vielleicht sein, weil Sepp ist gestorben. Und kann sein, dass sie irgendwo sonst noch eins bedient hat. Ja, geil. Ich weiß nicht. Das ist vielleicht nicht so gut. Haben wir noch irgendwo ein Ersatz-Jetpack rumliegen? Ich weiß es gar nicht. Also in den Truhen hier unten so ist nichts drin. Bei mir gibt es eher nur Grünzeug. Ja, dann hat er wahrscheinlich mein Jetpack genommen und ist damit draufgegangen. Also in den Kisten hier oben war nichts mehr, ne? Kein Ersatz-Jetpack oder so. Kein Ersatz-Jetpack. David Dynamite? Haben wir einen neuen Mitspieler? Keine Ahnung. Join einfach einer so. Na gut. Keine Ahnung, wer das ist. Nie gehört, nie gehört. Nee. Irgendjemand hat mein Jetpack aus meiner Truhe geklaut und ist damit nicht zurückgekehrt. Das ist schade. Weiß nicht, ob es irgendjemand war. Ich war es jedenfalls nicht. So, was machen wir jetzt? Ich kann Flugtränke herstellen, wenn wir Federn haben. Du musst dafür eigentlich nicht fliegen. Hast du einen Paraglider? Ja, klar. Dann versuch mal, kannst du irgendwie ganz oben auf die Spitze hier? Da müsste ich fliegen können, so. Ja, oder einfach hochklettern, das reicht ja. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Auch das ist jetzt blöd, ich habe einen fast fertigen Flugtrank, aber das brauche ich nicht nochmal federn. Das wir müssen uns wirklich darum kümmern, weil dann brauchen wir überhaupt keine Jetpacks mehr, wenn das mal so weit ist. Also. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, so hoch zu kommen wie möglich, ne? Richtig. Also wenn es geht und hochkommst, wäre cool. Ja, wir gucken einfach mal. Ich habe übrigens mal ausgerechnet, um 8000 Meter zu fliegen, muss man 1000 Meter hochgeflogen sein mit dem Paraglider. Das kommt, glaube ich, ungefähr hin. Also ein Block Höhe gleich 8 Blöcke Entfernung. Dann nehme ich irgendwann die Hölle. So, und pass auf. Und wir fliegen jetzt einfach mal da nach da drüben. Sieht so geil aus. Reicht. Ja, vor allem mit deinem Cape sieht das irgendwie richtig eigenartig aus. So, und jetzt gucken wir mal.
Das ich weiß, dass da hinten ein Battle Tower ist, das stimmt. Genau, und zu dem wollen wir gerade auch mal hin. Also, okay, haben wir schon mal die erste Hälfte geschafft. Schön. Ja, das stimmt. Geht auch ohne Checkpoint. Im Prinzip, du musst ja eigentlich nur hier rüber. Dann hier nach oben. Nur halt nicht drauf gehen, bitte. Das ist echt cool, ja. Das heißt, bei mir ist es momentan, ist es höchstens, ach, da ist ja schon der Battle Tower. Richtig. Ich wusste gar nicht, dass der so super nah ist. Ah, doch. Das ist irgendwie so, trotzdem ohne Jetpack hat man so ein bisschen ein Suizidgefühl. Ja, über so kann sein. Also das ist schon ein bisschen, okay. Hier haben wir bereits zwei Wither getötet, genau an derselben Stelle. Wir haben die einfach hier unten mal eingeschlossen. Okay. Washed. Und dafür gesorgt, dass er halt nicht rausgeflogen ist. Und weißt du, der verfolgt einen richtig krass, der Wither hier. Keine Ahnung, ob das am Modpack liegt oder so. Der Wither kommt können hier durch. Und der ist wirklich rund um den Tower einem von uns hergeflogen. Genauso schnell, wie der mit dem Glider geflogen ist. Ja, okay, dann bin ich wahrscheinlich des Todes, weil ich keinen Jetpack habe. Nee, der Wither kann jetzt, glaube ich, nicht so einfach raus. Ich habe übrigens nicht gesehen, dass er Blöcke zerstört hat, interessanterweise. Okay. Also, weil hier ist ja irgendwie noch alles ganz. Also, er hat irgendwie noch nichts zerstört. Frag mich nicht, warum. So. Und jetzt müssen wir halt irgendwie Folgendes machen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir halt raus können. Du kannst ja jetzt von hinten dann reinsnipen. Ich teste einfach mal aus, mal gucken. Ja, warte. Ich baue mir mal schnell so eine Sniper-Area. Irgendwie so, dass ich nur so ein bisschen Schutz habe. Durch Erde oder irgendetwas. Wahrscheinlich wird das auch weggesprengt von seinen Explosionen, aber ich will mich einfach irgendwo ein bisschen einbauen. Warte, ich gehe da rüber. Ich gehe hier rüber und baue mich einfach mal... Es geht los! Nein, ich mach Spaß. Oh, kannst du schnell diese zwei Blöcke hier weghauen? Die nee. Vor mir? Die da? Haha, die Cobblestone-Blöcke. Ich habe nicht meine Spitzhacke mitgenommen. Achso. Reicht? Danke. Ja, dann nimmt. Soll ich das mit Erde? Mit Cobblestone machen, der hält vielleicht ein bisschen mehr aus als Erde. Ja, weil ich könnte mich eigentlich hier so wunderbar einbauen, sage ich mal. Ja, dann lass mal auf der. Und dann kann ich, weil ich habe hier meine Fernkampfwaffe, du kennst sie ja schon, die 2,5 Herzen macht oder was das ist. Ja, ist aber noch recht wenig. Also, da ist ein ganzes Mal. Ja, aber das ist, ich habe ja auch nur einen Schuss gemacht. Guck mal, hör mal zu. Achtung. Okay, gut. Dann, sollte ich mal sagen, dass wir soweit sind. Ich kann versuchen, vielleicht den hier drüben hinzugehen, dass er mich fokussiert und dann kannst du den abknallen. Warte, ich mache hier mal noch einen zu. Weil dann hätten wir noch einen weiteren Nether Star. Ja, okay, ich bin hier ganz gut eingebaut. Ich sage das, Problem ist halt, der wird sich auch hier drin bewegen und versuchen zu entkommen, was auch immer, dass du dich vielleicht auch ein bisschen deine Position ändern kannst. Du musst eigentlich den kompletten Raum treffen können. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist mir die Gefahr schon wieder zu hoch, dass er mich hier irgendwie durchtrifft, weißt du? Du hast keine Rüstung an, ne? Ich habe auch nicht mal Rüstung an, nee. Ich hätte die einfach Eisenrüstung so gecraftet. Ach, wir überleben das. Okay, wenn du bereit bist. Ja. Sicher? Warte mal kurz, muss kurz den Thumbnail. Sobald du setzt, kann ich sofort anfangen zu schießen, oder? Ja. Nee, okay. Der muss erst aufladen. Ich mach da einen Thumbnail, das sieht so geil aus. Vor mir so den unfertigen Wither und hinten du wieder so ein Fenster reinguckst. Juhu. So. Okay. Mal sehen, wie du die Aufnahmezeit nachts. Ideal. So, dann, würde ich mal sagen. Los geht's. Oh Gott. Macht der nicht eine Explosion am Anfang? Ja, aber irgendwie hat der nichts zerstört, interessanterweise. Und gleich knallst. Yo, erstmal Schaden bekommen. Hau drauf. Machst du schon? Ich sehe ihn gar nicht. Ah, der ist hier an der Wand. Hinter der Kiste. Ja, hinter der Kiste an der Wand. Das liegt daran, weil du dich so eingebaut hast, dass es nicht mehr in deinem Blickfeld ist. Oh, hier. Oh ja, jetzt sehe ich ihn auch. Aua. Der macht ja doch ein bisschen Schaden. Ja. Hau drauf. Du ziehst ihn aber auch ordentlich. Ja, doch. Ich bin ganz zufrieden von meiner Waffe. Ja, mach ich. So, und jetzt Achtung, gleich wird der sein Schild kriegen. Okay, die Waffe bringt's nicht so. Ja, die hilft dann immer noch. Kannst du nicht? Ich habe ja auch nicht geschossen seitdem. Also diese Fernkampfwaffe, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Kriegst du es? Bringt's was? Was ist mit dem Schild? Macht das irgendwas? Macht er noch Schaden? Ja, macht noch Schaden. Ja, wir haben die ultimative Waffe gegen Wither. Alter, das ist so geschenkt. Ich bleib nur auf der rechten Maustaste drauf. Ja, weg. Haben. Sauber. Was hat's mich an Blut gekostet? Wow, okay, doch ein bisschen Blut. Ja, mir liegen noch hier, irgendwie war so ein paar Ticken noch geglänzt haben. Also, ich habe einen Netherstar und ich habe ein Division Siegel. Siegel, inactive. Division Sigil? You must perform. Mach mal rechte Maustaste mit.
Activation. Sneak right click on an enchanting table for more details. Hä? Achso, wie heißt es? Division Siegel, also S-I-G-I-L. Ja, sowas wie ich gerade. Das ist von Blood Magic. Ah, das ist so eins. Ah, von einem anderen Mod. Okay, weil von Blood Magic gibt es ein Item, das heißt genau gleich. Ja, ist von Extra Utilities in der Kammer. Das ist ziemlich mächtig. Da kannst du Items mitbeleben. Unstable Ingot steht hier. Ja. Die brauchst du für. Also, es ist, man kann durchaus mächtige Sachen mitmachen. Also, das mit was ich ihn jetzt gerade getötet. Ich weiß nicht, wie viel Schaden hast du ihn gemacht? Ich kann eigentlich am Schluss einfach hin und habe noch das restliche Viertel weggekriegt. Ja, okay. Okay, also man kann durchaus sagen, man braucht so ungefähr 20 Mal einen Zombie töten bei meinem Altar, ist ein Wither vom Schaden her. Also dieses Ding ist echt stark. Das kann man sich echt merken. Wenn wir damit sogar einen Wither aus der Ferne einfach mal so niederklopfen können. Ja, und habe ich sonst irgendwas gekriegt? Nö, einfach nur die Siegel und die Netherstar. Ja, war schön. Ach, okay. Haben wir schon funktionierende Portal Guns? Ja klar, haben wir schon gemacht. Das heißt, ich kann damit jetzt Spawner bewegen? Ich glaube ja. Und das Interessante war allerdings, das würde mein Altar einfach mal seine Mächtigkeit verzehnfachen, wenn das möglich wäre. Jo, das Problem ist halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt im neuen Update so drin ist, aber irgendjemand hat gemeint, die verbrauchen Ender Dust. Okay. Bin mir nicht sicher, ob das stimmt so, aber... Ja, irgendjemand hat da auch was zu gesagt. Also im Singleplayer konnte ich es nicht nachproduzieren, dieses mit dem Ender Dust. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg bin, weil ich sehe. Ja, klar, ich folge dir einfach mal so. Theoretisch kannst du ja eigentlich von hier so rüberdüsen. Nach hier unten durch. Also ich versuche mal auf dem Weg zu machen, den du eigentlich auch gehen müsstest, ohne mit Jetpack zu fliegen. Ja, das ist so ein bisschen. Das ist blöd, aber das Schöne ist, ich will eh nicht mehr mit Jetpack arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt einen Grund, meine Flugtrankarbeit. Weil das Flugtrank, das ist wirklich, du nimmst einen Trank ein und kannst dann 7 Minuten lang fliegen. Ja, klar, so wie. Was ich Ansichtbarkeit, sonst irgendwas, hätte ich schon gedacht. Ja, genau. Und das Blöde ist halt, dass auf diesem Server der Flyboost von, lass mich keinen Scheiß erzählen, der Flyboost von Better Sprinting deaktiviert ist. Weil wenn der aktiviert wäre, könntest du einfach damit nochmal 4-mal so schnell fliegen als mit dem Kleider. Vielleicht kriegen wir das durch, dass der aktiviert wird, dann wäre das OP-Item schlechthin. Kann mal kurz pennen gehen, damit wieder endlich Tag, das ist ja widerlich. Und dann wollen wir aus dem Netherstar wirklich noch eine Portal Gun oder kann man den noch für was anderes Nützliches verwenden? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, Portal Guns aktuell ist halt das Sinnvollste, oder? Dass wir Portal Guns. Aber wir haben halt schon zwei. Wir brauchen mindestens mal eine zu. Ja, guck halt mal, was man alles daraus machen kann. Jo, und aus dem Netherstar kann man unter anderem einerseits einen Beacon machen, brauchen wir wahrscheinlich keine. Schlafen. Sinn. Achso, ja. Beacons brauche ich irgendwann, aber ich weiß nicht, ob wir in diesem Projekt so weit kommen. Das weiß ich auch nicht. Eigentlich ist es ja auch schon ein bisschen auf PvP ausgelegt. Ich bin auch noch nicht dazu gekommen, PvP-mäßig, aber... Eigentlich schon in der letzten Folge. Hab verkackt. Man kann ein Player-Interface machen von Random Things. Dann kann man einen Heat-Ray-Core machen von Rotarycraft. Kann einen Auroral Energy Crystal machen von Electricraft. Netherstar Generator kann man auch machen. Ich glaube, das könnte durchaus möglich sein, dass das mächtig ist. Ich habe gehört, der wird benutzt zum Energie erzeugen und frisst aber Netherstars. Ah, okay, dann ist er doch nicht so mächtig. Richtig. Außer wir können deine Farm noch weiter hochhauen. Ja, natürlich Mini-Age hier Black Hole für Portal Gun, das ist klar. Celestial Mirror. Lass uns doch einfach einen Netherstar-Block machen, oder? Also ich finde, das ist so ziemlich die sinnvollste Verwendung, die wir haben können. Ja, hat Style. Den stellen wir uns dann in die Mitte vom Haus und alles ist gut. Oh yeah. Und jeder freut sich, dass wir einen neuen... Also ja, die Farm unten, genau, du wolltest jetzt noch zeigen, eventuell, wie das geht, oder wollen wir das vielleicht in der nächsten Folge machen? Also ja, lass das eine Extra-Folge machen. Lass die jetzt kommt lieber nämlich, noch... Ja. Ja, jetzt am Donnerstag bei mir erst auch, unter anderem. Da können wir jetzt kurz gucken, ob das mit dem Block-Moven funktioniert. Wo sind denn die ganzen Portal Guns? Ich glaube, die haben sie mit Metall gelassen, mal wieder. Oh. Und sich damit ausgelockt. Das müssen wir noch ein bisschen besser koordinieren, dass also, man die wertvollen Items nicht mit sich rumträgt. Zum Beispiel mein Jetpack, ja, ich bin jetzt einfach, hab nichts wieder mal. Und ich will mir eigentlich auch nicht nochmal ein Jetpack craften. Energy Blast, was du da in der Kiste hast? Nee. Nee, ich glaube, so, die haben sie in der Kiste mit drin. Das ist schwach. Ich habe sogar Monster Spawner, das ist das richtig Geile. Ja, habe ich, glaube ich, gesehen, die Spawn-Dinger. Ja, also ich denke, mit der dritten Portal Gun machen wir nichts falsch. Was sind denn das für Portal Guns bis jetzt? Ich glaube, eine normale gemacht und zwei normale bis jetzt, weil wir hatten auch noch nicht genug Zeug für was anderes, glaube ich. Okay, die Beacon Gun ist aber, glaube ich, nicht so teuer.
Nee. Trottel. Ja, ich bin gerade in meinem Feld und irgendwie sieht's hier voll abgegrast aus. Ja, die sind wieder stackweise irgendwie voll komisch. Ich hab's Livestream gemacht, weißt du? Die ganze Woche ist das Ding durchgelaufen, der Chunklauder ist ja aktiv gewesen. Mhm. Und auf einmal, das Feld war leer wie immer. Und während dem Stream, auf einmal, bam, hat's einen Schlag getan, das komplette Feld war voll mit Coal Seeds. Jetzt habe ich hier 3 Stacks Coal Seeds drin, ich habe nur 2 gemacht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, was das soll, wieso, weshalb, warum. Ah, dass sie die backen können, genau. Einfach in den Schlag getan, auf einmal war hier alles voll. Ich denke, ja. Da werden wir, wie gesagt, in der nächsten Folge mit meiner Magie noch ein bisschen arbeiten, dass es noch ein bisschen weitergeht. Ich hier noch ein bisschen rum und ansonsten lassen wir schnell wachsen, weil es ist echt so, bei den Inseln, wir werden irgendwann an die Grenze kommen, wo tatsächlich man Kilometer weit fliegen muss, bis man irgendwelche Erze findet. Und deswegen... Mhm. Ja, richtig. Ich meine, das machen ja auch alle Teams, das ist ja kein Fehler, das zu benutzen. Auf jeden Fall. Ich möchte dir noch ganz schnell in dieser Folge vielleicht zeigen, wie das Ganze funktioniert, dass wir das in der nächsten Folge danach stellen können. Ach, können auch gerne direkt machen, weil ich habe das Zeug hier oben in der Kiste gelassen. Komm, wir müssen die Folge nicht 20 Minuten machen. Lass einfach jetzt Stopp machen und dann... Okay, dann machen wir mal eine kurze... Das bin ich gar nicht gewohnt, aber das können wir auf jeden Fall mal probieren. Was, bist du nicht gewohnt? Sonst meine Folgen sind 22,5 Minuten lang. Der 20 ist eh Limit, du kannst noch mal kürzer machen. Ja, aber ab 23 gibt es eine Strafe. Man muss es ja nicht übertreiben. Ich lag zum Beispiel nur jede... Das ist so FPS hier. Das ist heftig. Liegt wahrscheinlich am Sprengler, oder? Ja, ich hab von 80 auf 30 gedroppt gerade. Ja. Boah, das ist richtig laggy. Nee, ich lag nur jeden zweiten Tag hoch und mach trotzdem nur 20 Minuten. Ja, gut. Passt schon. Ja gut, dann machen wir hier Ende. Ich denke, richtig. Das war was bei ganz Galaxy Neues. Galaxy würde ich jetzt schon eine Strafe kriegen. Gut, ja, das war was ganz Neues mit dem Star, mal mit Magie bekämpfen. Und es funktioniert, das ist das Schöne daran. Richtig. Ja, dann tschüss, bis zum nächsten Part, ne? Tschüss.